Es ist schon wieder an der Zeit, die Geisterzombies nicht mehr weit. Das fünfte Pferd der Sauflust, so schwarz und nicht nur an der Brust. Die Zeit der toten Knochen naht, sie zappeln schon am heißen Draht. Die Apokalypse schickt das fünfte Pferd mit großem Krug und einem Schwert. Die Horrorspiele dieses Jahres präsentiert für den Event des Tages auf dem YouTube-Kanal Gamondo. Los geht's und pronto, pronto! Zersetztes und verfaultes Fleisch, im Gesicht ein bisschen Bleich. Dumm sind die Horden der Toten, kommen in Scharen wie Unheilsboten. Auf dem Weg zu viert oder allein, die Umgebung ist fies, gemein. Es geht immer ums Überleben, wir werden aber nie aufgeben. Wir sorgen für unser Heim und achten auf jeden Stein. Wasser, Medikits und Konserven zum Wiedererstellen aller Reserven. Es verstummen die Emotionen, denn es gibt einiges an Missionen. Hol und bring ins Lager dies und das, in meisten Fällen macht es Spaß. Eingesperrt in einem Zimmer, in der Weite nur Gewimmer. Dabei ist es ein experimentelles Feld, auf der Konsole in der virtuellen Welt. Ein kleiner Schreck ist hier und da, es sträubt am Körper sich jedes Haar. Mit großem Headset auf dem Kopf, entscheidet man mit einem Knopf. Die Vorgeschichte großer Reihe, an jeder Ecke Angst und Schreie. Erzählt die Story in kleinen Schüben, nur dennoch kurz ist das Vergnügen. An einem Rollstuhl angeschnallt, sind wir gelandet in der Anstalt. Den Test von Marco auf der Seite lässt ihr ausführlich und in voller Breite. Fünf Teams sind auf der Suche heute, durch die Sümpfe nach großer Beute, voller Zombies und Kreaturen, hinterlassen bloß keine Spuren. An jeder Ecke ist's gefährlich und keine Kugel ist entbehrlich. Ein falscher Schritt durch nasse Pampe, das Lied des Todes auf der Klampfe. Nach der Trophäe beginnt die Jagd, hört was der Kollege sagt. Hier und da aufs Leisen sollen, damit die Gegner euch nicht holen. Taktisches Vorgehen wäre klug, dann wird erfolgreich der Beutezug. Speibt die Mumie euch gut auf, dann gibt's beim Endboss einen Lauf. Gruselst dich noch nicht so viel? Dann sieh mal rein ins nächste Spiel. Ganz allein im großen Haus und man versinkt in einem Chaos. In dunklen Ecken sprießt die Angst, vor jedem Schatten du dich bangst. In einem Flur ganz angespannt, zückst du dich fast an jede Wand. In einer Tür eine Gestalt und Rückenschauer ist ganz kalt. Willst du von hier ganz schnell weg, dann gibt es nur den Ausweg. Die Rätsel lösen, nicht aufgeben, immerhin kämpfst du um Leben. Die Monster lauern überall, behalt die Nerven aus Stall. Der Weg wird steinig und seriös, die Story bleibt sehr mysteriös. Dieses Jahr war nicht so viel, nicht jeder bringt ein Horrorspiel. Agony war eher mau, im Nachhinein ist jeder schlau. Bei Last for Darkness keinen Schimmer, das Spiel ist nicht in meinem Zimmer. Call of Cthulhu frisch erschienen, der Test von Lukas wird euch dienen. Besucht ihr uns zum ersten Mal, dann habt ihr hier eine Wahl. Der Abo-Knopf ist schnell gedrückt, dann seid ihr und auch wir beglückt. Bei uns gibt es noch jede Menge, von jedem Stoff in voller Länge. Wir sehen euch vom ersten Schnee auf www.gamondo.de.